Guten Tag, Freunde. Wir sind unterwegs mit dem Roller, auch JetForce genannt. Und ja, heute haben wir ein trauriges Thema, aber dazu gleich mehr. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie man sieht, sind wir mit der JetForce unterwegs. Und ja Leute, heute mal zu einem etwas traurigeren Video. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle den Nova Racing. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ich feiere seine Videos echt brutal. Und ja, der ein oder andere hat wahrscheinlich schon mitbekommen, dass er einen schweren Unfall hatte. Er ist mit 80 km/h gegen einen Pfosten gefahren in einer Kurve, weil irgendwie Motorradfahrer ihnen zu nahe gekommen ist. Auf jeden Fall Leute, sein Roller ist sozusagen ein Totalschaden, was die Verkleidung angeht. Und soweit ich das richtig verstanden habe, Motor und so ist alles fit. Ja, Leute, ich möchte euch einfach mal... ich werde euch jetzt mal einen Teil des Videos einblenden. Und ich hoffe, ihr zieht euch das mal an. Mind, I wanna know, am I losing my mind? Never let me go. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone, I know I'm not alone. Anywhere, whenever, apart but still together. I know I'm not alone, I know. Jetzt hattet ihr mal einen kleinen Einblick, was bei ihm abgegangen ist. Ich werde sein Video auf jeden Fall unten verlinken in der Infobox. Und er hat ein kleines Spendenkonto eingerichtet. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei ihm einfach mal was spenden würdet. Diese 1-2 Euro, das würde schon reichen. Da der Junge mir echt mega, mega leid tut. Klar, Leute, so Unfälle, naja, also es passiert halt immer, ne? Aber es ist halt sehr ärgerlich, auch wegen dem Sachschaden. Also ich vermute mal, das sind locker 400 Euro Schaden oder so. Weil Verkleidung ist teuer, ne? Und der Junge tut mir echt leid. Er hat sich, soweit ich weiß, auch irgendwie was am Arm gemacht. Verstaucht oder irgendwie sowas, ist das sicherlich. Er hat halt Schmerzen, ne? Ich weiß, das kann Geld auch nicht wieder gut machen, aber... Oh nein, der ganze Schlamm fliegt wieder hoch. War mein Schutzblech, lackiere ich gerade vorne. Sowas kann halt immer passieren mit solchen Unfällen. Es ist ärgerlich, ich hoffe, euch passiert es nicht. Also Leute, an dieser Stelle nochmal Ride Safe. Passt auf euch auf, tragt eure Schutzkleidung. Ich weiß, was Schutzkleidung angeht, bin ich das schlechteste Beispiel, was es gibt. Aber macht es, Leute. Macht es. Also Nova Racing, ich wünsche dir
vom ganzen Herzen gute Besserung von meiner Community. Oder im Namen meiner Community wünsche ich dir gute Besserung, natürlich auch von mir. Und falls irgendwelche Autofahrer zugucken, Leute, passt auf, wie ihr mit Rollerfahrern umgeht. Hört auf, die zu schneiden oder sonst was. Ich kapiere euch nicht, auf jeden Fall. Ich kapiere euch nicht, verdammte Scheiße nochmal.